herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich heiße Rosemarie, die mich noch nicht kennen. Ja, genau. Und wir werden heute noch ein Maskenvideo machen. Genau, wir werden heute keine Maske machen. Wir machen heute mal die Augenpads drauf. Die hatte ich in ein Trash-Wander-Paket drin gehabt. Die hatte ich mir da rausgenommen von Essence. Ein Ticket, Fug, 24 Stunden Hyaluronsäure. So. Besser. Hier, und Pink Brewies steht hier drauf. Steht hier noch was auf Deutsch da? Ja, hier steht wenigstens was auf Deutsch da. Das ist schön. Hier steht hier Hydrogel Augenpads mit Hyaluron und Pinkenbeeren kühlend und 24 Stunden Feuchtigkeit spendende Textur für einen strahlenden frischen Look in süßen Herzform und mit pinken holographisches Effekt. Genau. Lege eine Pause ein, entspanne. Genau. Anwendung bei Augenpads auf der gereinigte und getrocknete Untergrundpartie für 10 Minuten einwirken lassen. Nach dem Anwenden entsorgen und verbleibendes Serum in die Haut einmassieren. Für den einmaligen Gebrauch. Also man sollte die 10 Minuten drauf lassen. Die soll auch kühlend sein. Wir werden sie jetzt mal öffnen. So sollen sie aussehen, glaube ich, so eine Art. Genau, so hier. Ja, wir werden sie aufmachen. Oh, da kommt schon richtig viel Hyaluronsäure raus. Die sind nochmal... Ich muss nochmal schnell ein Tuch holen. Die laufen mir. Entschuldigung. Oh, die sind ja so viel Serum hier drin, dass es schon noch hier rausläuft. Also finde ich gut, dass sie so viel haben. Ich muss mal gucken, so sehen sie jetzt aus. So, ich lege sie mal hier drauf. So, wie soll man sie rummachen? Ach, hier ist noch so eine Schicht drauf. Die machen wir mal ab. So sehen die jetzt. So sehen die jetzt aus. Und so soll ich sie dran machen. Ich gucke nochmal auf den extra Spiegel. Das klappt. Oh. So. So. Ein Stückchen tiefer. Man kann ja auch richtig schön noch dran machen. Also Holo haben sie auf jeden Fall hier drauf. Seht ihr das? Das Holo? So, wir machen mal das andere Augchen noch mit. Das andere Auge. Hier ist wieder so eine extra Schutzhülle dran. So, wie rum habe ich das jetzt? So rum. Das ist ja total klitschig. Klitsch. Klitsch, klitsch. So, mal kurz auf den Spiegel gucken, dass ich das auch ordentlich richtig mache hier. Ja, geh hier rüber. Ja, so. Warte mal. So. Noch ein bisschen hoch nochmal schieben. Ja, hier haben wir. Das sind jetzt meine zweiten Augenpads, die ich jetzt erstmal dran mache. So. Ja, nein. Macht ihr hier bleiben? So, die rutschen aber ein bisschen immer mal runter. Ich lege sie mal wieder hoch. So, jetzt sind die Augenpads dran. Ja, mal gucken, ob die jetzt kühlen. Die sollen ja auch kühlen sein. Aber da lasse ich mich jetzt überraschen und wir sehen uns dann gleich wieder. Guck mal, dieses schöne Holo an. Holo. Genau, wir sehen uns gleich wieder. So, meine Lieben, also die Augenpads, die haben schön gekühlt.
alles drum und dran. Also waren richtig schön. Wir wollen die jetzt mal zusammen abmachen. Also 10 Minuten sind rum. Ja. Also finde ich in Ordnung, die Augenpads. So, meine Lieben, Entschuldigung. Also ich mache jetzt erstmal die Augenpads ab. Die waren auch richtig schön gewesen. Also haben wirklich alles gemacht, was wirklich da stande. Schön gekühlt, schön alles einfach. Alles Hammer gut. Ich bin gleich wieder da. Ich muss nur mal ganz schnell ordentlich weglegen alles. So, also. Die Augenpads waren richtig schön. Man kann das hier noch richtig schön einmassieren. Das war auch sehr viel Serum in diese Verpackung drin gewesen. Das war richtig gut gewesen. Also hat auch leicht meine Haut so leicht gestrafft. Das sehe ich. Die hier unten, das ist nicht mehr so extrem. Ja, bei mir hatte ich das immer hier unten so ein bisschen hier gehabt. Wenn das mal scharf stellen würde, so jetzt. Hier unten so ein bisschen, aber das hat wirklich schon ein bisschen gestrafft. Mal gucken. Ja. Wenn ich so auf den Spiegel gucke, sieht das schon wirklich ein bisschen straffer aus. Es ist wirklich gut, diese Augenpads. Also ich finde die gut. Ihr müsst die vielleicht noch mal in den Kühlschrank stellen, aber vielleicht kühlen die dann noch ein bisschen noch besser, finde ich vielleicht. Ich hätte die jetzt nicht in den Kühlschrank gehabt, die hatte ich jetzt nur im Schrank gehabt, da waren die aber trotzdem ein bisschen kühl gewesen. Aber nächstes Mal vielleicht besser, vielleicht nochmal in den Kühlschrank zu legen, vielleicht für einen Tag und dann nochmal drüber legen, da wird es vielleicht noch besser kühlen wird. Also die Augenpads, die sind mega, also nachkaufen würdest du auf jeden Fall, also eine wirklich Empfehlung von mir. Ja. Da sind die hier noch ein bisschen besserer als die von Action, finde ich. Ja, die von Action, die haben das noch nicht so ganz so straff hinbekommen. Aber die hier, mega. Also auch für kleines Geld kann man das wirklich kaufen, finde ich. Ich kann es ja nur empfehlen. Ja. Mit 24 Stunden Hyaluronsäure. Mal gucken, ob das bis morgen auch noch so straff ist. Genau. Also mega, 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 mega. Würde ich 10 Punkte geben. Also das sind jetzt meine beiden Augenpads, die ich jetzt getestet habe. Ja, die von Action waren auch gut gewesen. Aber wenn ich jetzt die getestet habe, waren die ein bisschen besser gewesen. Besser gestrafft haben die meine Falten hier unten so leicht, dass es für immer nicht so ist, ist ja klar, aber für den Augenblick, für den Tag ist das wirklich besser, finde ich. Ja, gerade wenn man so müde ist, vielleicht nicht so viel geschlafen hat, sind die wirklich gut dafür. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich über einen Däumchen nach oben freuen, über einen Kommentar und wenn ihr unten die Glocke aktiviert, verpasst ihr auch kein einziges Video mehr. Und ihr würdet mich damit ein bisschen unterstützen, wenn ihr die Glocke aktiviert. Genau, ich bin ein bisschen chaotischer hier, meine ganzen Videos und so alles. Und es läuft nicht immer alles perfekt, wie es ist. Ja, manchmal habe ich auch Sprachfehler, wenn man gerade was nicht lesen kann. Ich bin nicht gut in Englisch, also ich kann überhaupt gar kein Englisch. Ja, und dann muss ich erstmal übersetzen und alles. Ja, aber ich gebe mir noch sehr viel, viel, viel. Viel, viel Mühe, dass euch auch die Videos gefallen. Ihr könnt mir ja gerne in die Kommentare unten schreiben, wie ihr das findet. Ja, genau. Ach, komm schon, Leute, Fritsch. Nein, alles gut. Nee, ich hoffe, es hat euch wirklich gefallen. Genau. Ich gebe mir immer sehr viel, viel, viel Mühe, dass es euch auch wirklich gefällt, auch ein bisschen lustig ist. Und nicht immer nur so Hüte ist. Genau. Ich sage Tschüssi, bis zum nächsten Video, meine Lieben.